Dr. Strauß kegelt nicht gern. Er ist Arzt, Internist, wissenschaftlich interessiert, von Natur ernst. Er kegelt nicht gern, aber er kommt am Mittwochabend. Wer schreibt, der bleibt. Grün schreibt weiter. Frau Dr. Brohr, los. Dr. Hefele, Chirurg und Junggeselle, kommt gern und bleibt gern. Ja, warum denn nicht? Bleibt gern in diesem kleinen Kreis von Ärzten und Ingenieuren, der da zum Zweck der Übung und Geselligkeit einmal die Woche kegelt. Dr. Grabe ist da, rechts unten am Tisch. Praktischer Arzt, wie Dr. Gerlich links daneben. Der Ludwig erzählt, der Brückschler. Nee, pass auf, du. Der Heus, der kommt in den Himmel. Ja? Und dann sagt der Petrus zum Heus, na, wie viele Frauen hast du denn gehabt? Und dann sagt der Heus, aber bitte nur eine. Dr. Brixner schließlich, im nahen Tittmoning geboren, Gynäkologe, Sportsmann. Genug. 5 Ärzte stellvertretend für die Vielzahl. Wie sieht ihr Leben aus? Du kannst ja besser. Ich? Nein, ich habe genug. In der abgelegenen Stadt, Grenzstadt zudem zwischen Patienten, Kollegen, Familie, Denkmälern der Vergangenheit und Ansprüchen des Tages, dies Leben im kleinen Kreis. Mal sehen. Denkmäler der Vergangenheit. In Burghausen fesseln sie fürs Erste den Blick. Den Tag oben auf der Burg zu beginnen, das ist wie eine Morgenwanderung über ein Gebirge von Geschichte. Kelten haben von ihr aus geherrscht, die chiemgauischen Aribonen, die Wittelsbacher, die niederbayerischen Herzöge. Seit 400 Jahren hat sich die Burg unverändert, unversehrt konserviert. Freiluftmuseum von einzigartiger Ausdehnung und männlicher Anmut. Und zwischen 100 Zinnen, Türmen und Toren diese bestürzenden Durchblicke auf die Stadt drunten. Die Stadt unter der Erde, wie Napoleon sie genannt hat. Auf halbem Weg zwischen Salzburg und Passau gelegen, kurz vor der Mündung der Salzach in den Inn, war sie 300 Jahre lang eine der 4 Regierungsstädte Bayerns. In anspruchsvollen Kulissen, so viel wird erkenntlich, spielt sich das Leben der 5 Ärzte ab. Dr. Strauß wohnt am Stadtplatz im 2. Stockwerk eines kraftvoll patriarchalischen Hauses. Wann muss ich wieder heimkommen? Sofort nach der Schule herkommen, nicht wieder streunen, stundenlang. Wann wird gegessen? Kaffeetisch wie bei anderen Leuten auch. Die Buben müssen in die Schule. Bernhard, das Küken, ist Mittelpunkt der Szene und weiß es. 1,5 Jahre ist der Bams, schaut aus, als sei er 2, spricht wie mit 2,5. Es ist ein Elternhaus, wie man es Kindern wünscht. Der Vater ist zu festen Stunden daheim, die Mutter stets. Ein Mädchen nimmt ihr die gröbste Arbeit ab. Geräumige Zimmer, herrlicher Ausblick auf die Salzach und das österreichische Ufer, mitten in der Stadt gelegen und vor allem Eltern, die für die Familie leben. Familie und Beruf, so also schon von vornherein und bewusst gepflegt, der kleine Kreis. Natürlich sind da Bekannte und Besuche und Konzerte oder Vorträge. Zuweilen auch betätigt sich das Ehepaar Strauß auf glattem Parkett als Amateurtänzer aus Freude und früher Gewöhnung. Doch all dies geschieht mit Maß und selten. Den Vorrang hat die Familie, der kleine Kreis. Familie und Beruf. Da zuvor von festen Tischzeiten die Rede war, versteht es sich, dass der Internist Dr. Strauß nicht im freien Beruf ordiniert. Ein Einschub ist nötig. Seit 3 Jahren hat Burghausen ein neues, schönes, modernes Krankenhaus. Es thront über der Salzach, hat 230 Betten, wird im Augenblick erweitert und erhält eine Schwesternschule. 4 bis 5 Millionen Baukosten, 250.000 Zuschuss jährlich. Schlägt die kleine Stadt ein solches Kapital aus ihrem Alter und der durchreisenden Neugier? Nein. Im neuen Stadtteil ist solide Industrie zu Haus. Daher die Steuerkraft, das Krankenhaus und nicht zuletzt die Ingenieure beim Kegelabend. Ende des Einschubs. Dr. Strauß macht Visite. Morgen. Herr Schäfers, das ist Herr Breu, der ist gestern Abend eingeliefert worden. Er klagt vor allem über Rückenschmerzen und ziehende Schmerzen in beiden Beinen. Mhm.
Wie alt ist denn der Herr Breu? 28. Der Chefarzt der inneren Abteilung hat im Haus 100 Betten und 3 Assistenten. Er ist städtischer Beamter und wird besoldet wie ein Obermedizinalrat. Hexenschuss oder sowas? Ja, so verschieden. Haben Sie schon öfters gehabt? Sind Sie Sportler gewesen? Nein, nicht direkt. Mhm. Also Hans, wie geht's? Geht schon. Geht schon. Sag mal, was machen die Zähne? Nicht alle Patienten kommen über die Kassen. Die Nebeneinnahmen aus dem Liquidationsrecht für Privatbetten nach Atko und Breugo fallen für Dr. Strauß ins Gewicht. Wie? Die Verrechnung mit Haus, Patient und Kasse ist kompliziert. Es genüge, der Mann hat zu leben, nicht üppig und nicht bescheiden. Sein Kopf ist frei für den Beruf, den er liebt. Röntgenzimmer und dann Labor, Endoskopie, EKG. Ein Gang durch die Arbeitsräume des Internisten lehrt, dass die innere Medizin längst nicht mehr allein auf äußere Merkmale angewiesen ist. Sie studiert den Organismus ohne Eingriff inwendig. Sie macht ihrem Namen Ehre, ist Medizin von innen heraus. So verstanden ist Dr. Strauß der geborene Internist. Arzt von innen heraus. Arzt nicht aus Mitleid und menschheitsbeglückendem Pathos, Gefühlen, die im Urwald vorhalten mögen, kaum aber in einem städtischen Krankenhaus. Dieser Mann, Franke übrigens, will wissen, studiert Forschungsberichte, publiziert wissenschaftliche Aufsätze. Sein ärztliches Motiv ist sorgfältige Neugier. Sein Beruf und seine Familie füllen ihn aus. Die Großstadt lenkt ab, das Land macht stumpf. In dem kleinen Kreis, den Dr. Strauß gewählt hat, ist er an seinem großen Platz. Von 5 Ärzten war die Rede, hier ist der zweite, Dr. Hefele, Chefarzt der chirurgischen Abteilung und leitender Arzt am Krankenhaus. Der dritte, der gynäkologische Chef im Weißen Kleeblatt, ist Dr. Brixner, zurzeit dienstlich nicht vorhanden, da im Urlaub befindlich, privat jedoch leicht aufzuspüren. Wo wird er schon sein? Auf seinem Waldgrundstück. Steine sägen für die künftige Terrasse, doch davon später. Fürs Erste war er zu erwähnen, um das chefärztliche Team recht anzusprechen. Als Kreis von Freunden mehr denn von Kollegen. Als kleinen Kreis wiederum bei allem legeren Umgang mit den Oberärzten, Ärzten, Assistenten, Schwestern. Operationszurüstungen, die Brotzeit nicht zu vergessen. Chirurgie heißt Handwerk, wörtlich übersetzt. Handarbeit macht Appetit. Das klingt frivol, ist aber sachlich gemeint. Nüchterne Kunst, die Umschreibung mag angehen für den Handwerker Dr. Hefele. Und damit genug Operationssaal. Es hat ergeben, dass noch eine leichte Achsenknickung bzw. eine Rekurvation besteht von 12 Grad. Ja, wir werden den Gips einschneiden und die Rekurvation von 12 Grad auszugleichen versuchen. Keine Angst. Lässt man den ganzen Schriftkram beiseite und die enorme Telefonabbuße, die einem leidenden Arzt auflasten, und nimmt 1 Uhr für Mittag, so wäre Dr. Hefele nunmehr zum Essen zu begleiten. Der Weg ist aufschlussreich. Rechts die neue Stadt, von der das Geld, und später links die alte Burg, von der das Gesicht Burghausens kommt. Dazwischen dieser hohe Arzt, für beides aufgeschlossen, aus München stammend und im Arbeiterort Penzberg in den Beruf hineingewachsen, gleichmütig im Temperament, schnell von Entschluss, fast schüchtern im Umgang und schon gar nicht eitel, sodass das Wort Künstler einem nicht auf die Zunge will, obgleich man ohne Zögern Kunst nennt, was seine Hände leisten. Kultur, so lässt sich denken, ist nicht oder kaum Starrummel, Theater, Hobby für Oberlehrerinnen und Ministerialbeamte. Reinweg und weit früher zur Kultur zählt unter anderem die Heilkunst. Und dies nüchterne, traditionsreiche Geschäft ist so ungeeignet nicht zwischen dem alten Gesicht, das diese Stadt prägt, und dem neuen Geld, das sie trägt, zu vermitteln, so lässt sich denken. Doch wo sind wir? Längst nicht mehr am Weg, eingebogen und angekommen bei Dr. Brixner, dem dritten Chefarzt im Bunde, dem Urlauber, dem angekündigten Steinsäger. Die Dame des Hauses füttert. So anmutig die Vögel zwitschern, der Steckbrief des Hausherrn duldet keinen Aufschub. Angestammte Heimat der Familie Brixner durch Jahrhunderte, die Fraueninsel im Chiemsee. Der Vater Tierarzt.
Erste Station des Sohnes, die Frauenkliniken in Stuttgart und Göttingen. 7 Jahre freie Praxis im nahen Mühldorf. Verheiratet mit Ellen Kock, Soubrette, zuletzt Staatsobermünchen. Im Sommer ist Dr. Hefele dem Hausherrn an die Hand gegangen. Als alter Bastler und Liebhaber von Zoologie wie Botanik hat er das Alpinum angelegt. Bastelsinn, Interesse für technische Apparate, Geschick fürs Einrichten eines Bruches, Operateur. Das scheint in seinem Fall eine klare Linie und von langem vorgezeichnet. Ellen, ich habe mich eingespielt. Und etwas muss ich sehen. Ja, gut, ich komm schon. Manchmal ist so ein Mittag auch der Tonkunst günstig. Das Nebengeräusch verrät den Hausherrn. Endlich. Wenn er nicht fischt, rodet, mauert oder schläft, so sägt er. Dr. Brixner, für gewöhnlich Chefarzt der gynäkologischen Abteilung. Im Urlaub, Axt im Haus. Erster Eindruck, Wohlstand mit Kunst verbrämt. Stimmt aber nicht. Das Anwesen ist nicht anders erworben als andere auch, per Bausparkasse, Kredit und Hilfe des Berufsvereins. Es gehört nicht nur ein Spleen, es gehört eine wahre Leidenschaft dazu, solch ein naturumwuchertes Anwesen hochzubringen und zu erhalten. Man kann auch sagen, zu kultivieren und hat dann das rechte Wort. Kultur heißt Anbau, Pflege. Pflege der Natur, der Altertümer, der Musik. Vieles kommt in diesem Haus zusammen und rundet sich zum gepflegten Leben, im nahen, im kleinen Kreis. Dem Anwesen schräg gegenüber, Heiligkreuz, ansehnliches Glied im großen Kreis von ehedem. Eine Kette von Kirchen und Kapellen umzieht Burghausen rundum. Einst geistliche Vorzeichen eines weltlichen Mittelpunktes mit weitem Arm. Heute ist Burghausen isolierte Grenzstadt und lebt, auch sie, im kleinen Kreis. Gegenüber wiederum, der Hedwigskapelle gegenüber, wohnt Dr. Grave, praktischer Arzt auf der Burg. Ich? Ja, wenn er die Aufgaben fertig hat. Ja. Also. Wie geht's denn der Kleinen? Nur das letzte Mal schon besser gegangen, das wird jetzt schon wieder werden dann. Ne? So, naja, sorry. Also. Auf Wiedersehen. Praktischer Arzt, das heißt im gleichen Atemzug, keine feste Tischzeit, Nachtbesuche die Menge, keine fixen Bezüge am Monatsende, über Landfahrten und Abhängigkeit von den Quoten der Kassen. Nicht, als ob nun die Not der Freien gegen das Glück der beamteten Ärzte ausgespielt werden sollte. Dafür ist, zumal in Burghausen, nicht nur das gegenseitige Verhältnis zu freundschaftlich und die berührte Strecke über Reiten-Haslach, die verwunschene Klosterkirche zu idyllisch, dazu besteht vor allem kein Motiv. Ob beamtet oder frei, das ist eine Frage der Neigung und der Chance. Dr. Grave ist aus Neigung freier Arzt. Die Chance der eigenen Praxis bot sich ihm vor 3 Jahren. Zuvor war er Assistent und Vertreter seines Vorgängers. Nach Studium, Einarbeitung, Krieg, Vertretung, nun zum ersten Mal selbstständig und beim Aufbau einer eigenen Praxis. Das ist ein Aufatmen nach Geduldsproben, kargen Jahren und einem Leben von der Hand in den Mund. Also, jetzt schauen wir mal nach, gell? Kannst dich mal aufsetzen. So, tun wir das Hemd mal ein bisschen raufziehen. So, jetzt tust du mal festschnaufen mit offenem Mund, gell? Ja, so kannst dich schon wieder herlegen. So, wie geht's, Herr Doktor, damit? Ja, das geht jetzt schon wieder ein besser. Ein allmähliches und noch lange nicht sehr ertragreiches Aufatmen, 20 Jahre nach dem Examen.
Dr. Graves Hobby wäre die Jagd gewesen. Der Vater war Jäger. Doch nun ist es zu spät. So begnügt sich der stille, anspruchslose Mann aus der Oldenburger Gegend mit guter Lektüre, mit der Hoffnung auf eine künftige Plattensammlung und vorerst mit weiten Spaziergängen. Zu diesem kostenlosen Vergnügen laden die Wälder und Wasserläufe in Burghausens Nähe denn auch gehörig, wiewohl immer vergeblicher, ein. Salzach abwärts, zurück nach Burghausen, Blick herüber vom österreichischen Ufer. Die Stadt sieht nicht anders aus, als wäre sie aus einem altdeutschen Gemälde herausgeschnitten und hierher gestellt worden. So Adalbert Stifters Eindruck vor 100 Jahren. So die Erscheinung heute. Und heute wie damals Grenzstadt nach Österreich. Bitte schön. Hab nichts dabei, nur meine Arzttasche. Ja, danke schön. Danke schön. Guten Abend. Guten Abend. Dr. Gerlich, der fünfte Arzt in der Kegelrunde, ist hüben wie drüben bekannt. Instrumententaschen verbinden getrennte Länder zuverlässiger als Jugendtreffen und Tourismus. Drüben hat er Patienten vom Bauern bis zum hohen Adel. In Ordnung! Seinem anhänglichsten Kranken herüben bringt nicht einmal das tagtägliche Kleeblatt der Kaminkehre Glück. Es ist der Chef der schwarzen Gesellen vor 2 Jahren verunglückt, seitdem in Gips gebettet. Wie ist es gegangen die letzten 3 Tage? Dankeschön. Keine Schmerzen gehabt? Nein. Temperatur normal gewesen? Ja, hat's nichts. Nichts gewesen. So. Seit 2 Jahren in Gips gebettet und mit der sicheren Aussicht auf ein weiteres Jahr ohne Bewegung, das ist schlimm. Schlimm auch für den Arzt, der da fast täglich kommt. Hilfe heißt nicht immer Rezept und Tablette. Oft ist Trost, ansteckender Lebensmut nötiger. Vom Arzt wird nicht nur erwartet, dass er Leben erhält, oft muss er schlechthin Leben helfen, wie er den Todgeweihten sterben helfen muss. Und all dies auf der Hetzjagd von Krankenbett zu Krankenbett. Ein strenger Beruf. Wiedersehen, Herr Blümel. Herr Doktor, auf Wiedersehen. Danke, ebenfalls. Dass einem auf solchen Wegen die Stadt in ihrer erholsamen Ruhe lieb und vertraut werden kann, leuchtet ein. Vor 12 Jahren kam Dr. Gerlich, damals Flüchtling, nach Burghausen. Seitdem ordiniert er in der Praxis am Stadtplatz, unmittelbar neben dem alten kurfürstlichen Regierungsgebäude, das den Blick noch einmal ablenkt auf die südlichen, die italienischen Züge am Bild Burghausens. Genug geschaut und bewundert jetzt. Hinter den schönsten Fassaden stecken gelegentlich unkommode Räume. Dr. Gerlichs Sprechzimmer ist schwer zu lüften. Dabei stehen die Patienten auf der Treppe manchmal bis zum nächsten Stock. Es ist eine gute Praxis, gut und überschaubar. Dr. Gerlich kennt jede Familie. Die Familien kennen ihn als Hausarzt. Neue, fremde Patienten kommen kaum hinzu. Ein Idealfall. In der Großstadt viel propagiert und nicht mehr zu erreichen. Hier die Regel. Hier im überschaubaren, im kleinen Kreis. Ich will leuchten lassen im Krankenhaus oben, nein? Siehst du, da sind wir schon fertig. So, der Blutdruck ist aber gut heute, Herr Eicher. Oh. Wann werden Sie denn 94 Jahre? 64. 64, 7. März. Am 7. März haben Sie Geburtstag. Oh. Glaubt man nicht, dass Sie der älteste Burghauser sind. Auf dem Heimweg also noch ein kurzer Sprung ins Altersheim, eine lang gewohnte liebe Pflicht. Und dann nach Haus sich umziehen. Das Haus liegt über der Salzach. Dem betriebsamen und gehetzten praktischen Arzt muss es Urlaub, Ausflug und Sanatorium ersetzen. Auch zum Bergsteigen und Skilaufen kommt Dr. Gerlich nicht mehr. Wie viel Ruhe
und gestapelte Erholung wird solch einem Haus vor der Stadt zugetraut und abverlangt. Schau mal. Servus. So, grüß dich, Sabinelle. Du. Ja. So, grüß dich, Jörg. Servus. Du, nimm du die Sabine bitte, Jörg. Komm. Ja. Ich muss dem Vati nämlich schnell was zum Essen zurecht machen. Er muss nämlich gleich wieder weg. Geh mit der Sabine gleich raus, ja? Abverlangt womöglich zwischen Tür und Angel. Und überraschend, die Häuser leisten's. Ob jung oder alt, ob kunsthistorisch angereichert oder nüchtern, sie tragen ihr Teil dazu bei, dass die Versöhnung von Medizin und Muße hierzulande so selbstverständlich gelingt. Wie viele Ärzte in Bayern waren und sind Musiker, Schriftsteller, Maler? Überschaubare Talente gewiss, selten ungebärdige Genies. Kunst nicht als leidenschaftliche Pose, Kunst als stiller Ausgleich. Das ist so hanebüchen nicht, wie einen die Snobs glauben machen wollen. Der kleine Kreis lässt gedeihen. Für den Großen sind wenige geboren. Wo nicht Hervorbringung, da ist doch wenigstens Arrangement. Dr. Gerlich kümmert sich um die Einzelveranstaltungen im Volksbildungswerk der Stadt. Es hatten sich 670 Hörer eingetragen. Bei 18 Einzelveranstaltungen wurden über 3000 Hörer gezählt. Das neue Arbeitsjahr bringt eine wesentliche Erweiterung. So findet man alle noch einmal vor, am Abend auf der Dürnitz. Den kleinen Kreis sprengt allenfalls der Umstand, dass man sich die Barockmusik bis aus Berlin verschreibt, doch gleich viel. Unter 5 versammelten Ärzten am Abend wird allemal einer abberufen. Manchmal trifft es den richtigen, wie hier. Dr. Brixner fährt vor. Steine sägen recht und schön, doch reicht das aus in einem Bericht über Ärzte? Nun, im zweiten Stock erwartet eine schwierige Entbindung den Chef. Kurz und gut, man braucht nicht große Worte. Leben ans Licht bringen, Leben erhalten, Leben retten, das ist das schöne Geschäft des Arztes. Ein Menschenleben gilt ihm etwas. Er mag das Leben. Er hat sich ihm verschrieben. Er ist kein Apostel des ewigen Friedens. Er kennt die Ohnmacht und den Tod. Sein Ziel ist endlich. Sein Studium beschränkt sich auf das hiesige Leben, auf den kleinen Kreis zwischen Geburt und Tod. Den größeren Kreis leugnet oder verehrt er. Das ist ein anderes Ding. Doch dies kurze, hiesige, liebe, leidige Leben kann auf ihn zählen.